Begrüße Sabatina James, aus Pakistan stammend, in Österreich lebend, ehemalige Muslimin, inzwischen konvertiert zum Christentum und Islamkritikerin. Sie ist Botschafterin der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes und hat den Verein Sabatina für die Gleichberechtigung muslimischer Frauen gegründet. Bei uns ist Kola Mariam Hübsch, Publizistin deutsch-indischer Herkunft, engagiert sich als Muslimin für den interreligiösen Dialog. Sabatina James ist nicht ihr richtiger Name und Sie konnten zu uns kommen nur mit Personenschutz. Warum ist das so? Zunächst einmal, ich wurde, nachdem ich vom Islam zum Christentum konvertiert bin, von meiner Familie mit dem Tod bedroht. Danach hat die Polizei Maßnahmen für mich getroffen. Und ich habe in der letzten Zeit ein paar islamkritische Videos gemacht und mein Team wurde dann von Islamisten bedroht. Und also die Drohung war dann, achte auf deinen Kopf und schau, dass dein Haus unter Polizeischutz gestellt wird. Und deswegen habe ich Personenschutz. Die Drohung ging zwar an die Mitarbeiter, aber wir sind ja alle irgendwo auch gemeint. Sind Sie damit ein Einzelfall beim Islam oder als Muslimin? Nein, ich glaube, es gibt tausende Opfer des Islamismus in Deutschland. Und was ich schlimm finde, ist, dass diese Opfer des Islamismus keine Stimme haben und dass die Täter hier bleiben dürfen, selbst wenn sie Gewalt ausüben, dass ihnen keine Konsequenzen weder vom Staat noch von irgendeiner anderen Seite drohen und dass die Opfer keinen Schutz haben, nicht einmal von der Polizei. Sie sagen jetzt aber, Sie sind Opfer des Islamismus. Mhm. Sind Sie auch Opfer des Islam? Also ich glaube, der Islam ist ja ein unbestimmter Begriff. Innerhalb des Islam gibt es verschiedene Strömungen. Wenn ich von dem Islamismus spreche, dann meine ich den ursprünglichen Islam nach den Lehren Mohammeds, wie es in der ersten Generation gelebt wurde, und nicht die modernisierten Formen. Mhm. Frau Hübsch, wenn Sie eine solche Geschichte hören, dass Frau James nicht frei ist, sich zu bewegen, für Sie als Muslimin, was bedeutet das, wenn Sie das hören? Ja, es ist sehr traurig zu hören und das ist auch erschreckend. Wir wissen alle, dass es diese Formen, diese pervertierten Auswüchse gibt. Aber ich glaube, wir können auch als Muslim, bin ich ja gar nicht so weit, dass ich sagen würde, ich leugne die Krise des Islams. Das macht, glaube ich, niemand. Also wir sind uns ja alle einig, dass die sogenannte islamische Welt sich in einer Krise befindet, nicht in Bezug auf ihre Lehren, sondern in Bezug auf die Praxis der Muslime, in Bezug auf das, was in dieser Region stattfindet. Das ist eine politische Krise, über die wir auch sprechen müssen, aber es ist eben auch eine theologische Krise. Nur das Interessante ist ja, dass der Prophet des Islams selbst diese Krise prophezeit hat. Und diese Prophezeiungen sind in der islamischen Welt sehr weit verbreitet. Es sind eschatologische Prophezeiungen, die darauf hindeuten, dass es zu einer solchen Krise des Islams kommen wird. Und das heißt, jemand wie Frau James muss diese Krise aushalten? Nein, eben nicht, sondern dass dann eben auch ein Zeitpunkt kommen wird, wo eine Reform nötig sein wird, aber nicht eine Reform, wie vielleicht Frau James sie fordert oder andere sogenannte Islamkritiker, die nämlich oft fordern, die Glaubenszonen der Mitte müssten in Frage gestellt werden, der Koran müsste verändert werden. Das ist nicht, was ich unter Reform meine, sondern Reform in dem Sinne, dass Muslime reformiert werden müssen und dass über die Auslegung neu nachgedacht werden muss. Und der Prophet hat prophezeit, dass es eben auch eine Zeit kommen wird, wo dann eine Reform auch nötig sein wird. Also dieser Gedanke. Und die Zeit ist Ihrer Meinung nach jetzt. Natürlich, die Zeit ist gekommen. Aber trotzdem darf ich feststellen, dass Sie das, was Frau James passiert, dass Sie das verurteilen. Ah, definitiv. Also jeder rationale, normale, vernünftige Mensch, der ein bisschen Mitleid mit anderen Menschen hat, muss das verurteilen. Und das tun die allermeisten Muslime weltweit. Können Sie das annehmen? Nein, weil ich erstens mal glaube, dass Frau Hübsch als Vertreterin der Ahmadiyya gar nicht für den Islam sprechen kann. Also eine Gruppe, die weniger als 1% des Islam bildet, kann einfach nicht für den Islam sprechen. Wir erklären das gleich nochmal. Ja, ja. Zweitens, auch weltweit werden die Ahmadis ja gar nicht als Muslime betrachtet. Und so wie die Buddhisten an Buddha, die Christen an Christus, so glauben die Ahmadis an die Lehre von Ahmad. Damit sind sie nicht repräsentativ für den Islam, von der Anzahl her nicht und vom Inhalt her nicht. Mhm. Was ist denn der Islam für Sie? Also zunächst einmal, es heißt ja immer wieder so, das, was mir passiert ist, hat nichts mit dem Islam zu tun. Wenn die Gewalt gegenüber Frauen und Nichtmuslimen nichts mit dem Islam zu tun hätte, dann ist es, als würde man sagen, Prophet Mohammed damals und die islamischen Staaten heute haben nichts mit dem Islam zu tun, denn dort gibt es diese Gewalt. Und Mohammed hat die Gewalt gelehrt und praktiziert und die islamischen Staaten tun das heute noch in Form
der Scharia. Und gerade in meiner Heimat Pakistan wird man wegen Blasphemie zu Tode verurteilt. Asia Bibi, eine Mutter von 5 Kindern, sitzt seit Jahren wegen Blasphemie im Gefängnis. Wir betreuen gerade eine iranische Familie, wo die Familie zum Christentum konvertiert ist. Der Vater wurde hingerichtet. Das ist iranisches Strafrecht. Also die islamischen Staaten selbst haben eine eigene Menschenrechtserklärung rausgegeben, eine islamische Menschenrechtserklärung. Und diese Menschenrechtserklärung sagt ganz klar, dass Frauen und Nichtmuslime keine richtigen Menschen im rechtlich vollwertigen Sinne sind. Wenn dann natürlich deutsche Islamwissenschaftler ihre Interpretation ergeben und sagen, wir sehen Muslime so und so, das ist die eine Sache. Aber ich wünschte mir, Herr Steinberg hätte recht, aber seine Meinung wird ja nicht gehört. Die Meinung von Al-Gardawi ist für viele Muslime entscheidend, denn 40 Millionen Menschen auf Al Jazeera anschauen und der betrachtet die Ahmadis als Nichtmuslime, so wie auch Pakistan und andere Staaten. Sie dürfen ja nicht mal nach Mekka Hajj machen gehen. Also ich finde, das muss man schon mit sehen, dass die Meinung von deutschen Islamwissenschaftlern in der islamischen Welt nicht wirklich interessant ist. Das ist dem Volk niemand. Ich würde es gerne noch mal für die Zuschauer etwas klarer machen. Frau Hübsch, wo sagen Sie, was ist für Sie der Islam und wie viel hat er mit dem Terror zum Beispiel der IS zu tun? Ich glaube, es gibt ganz klare Grundlagen. Da ist sich sogar die gesamte islamische Welt so zersplittert und so unterschiedlicher Meinung, die sich bei anderen Themen vielleicht ist. Da ist sie sich einig, die Quellen des Islams, das ist der Koran, gilt als Offenbarung, als heiliges Buch Gottes. Es ist eben die Überlieferung und Praxis des Propheten. Und da fängt aber schon der erste Unterschied an. Also es gibt einige, die sagen, die berufen sich auf Überlieferungen, die aber im Widerspruch zum Koran stehen. Und das ist der erste Punkt, wo ich sagen würde, die Überlieferungen, die dem Koran widersprechen, die müssen abgelehnt werden. Also Frau James hat eben zum Beispiel ein Beispiel gebracht, Blasphemie und Apostasie, das ist in der Tat ein großes Problem. Etwa die Hälfte der sogenannten islamischen Länder haben die Todesstrafe auf Apostasie formuliert. Apostasie heißt, dass man den Glauben ablegt. Keine Glaubensfreiheit in diesen Ländern. Und da ist, was unsere, und zum Beispiel der vierte Kalif unsere Gemeinde getan hat, und das ist ein ganz springender Punkt, er hat anhand der islamischen Quellen, also das ist jetzt keine Meinung, die privat irgendwie geäußert wird, sondern er hat anhand des Korans, anhand der islamischen Quellen, anhand der Sunna des Propheten, anhand seiner Überlieferung, seiner Praxis nachgewiesen, dass dieser theologische Standpunkt nicht haltbar ist. Und ich glaube, das ist der Diskurs, den wir führen müssen. Sie haben ja recht, dass in der islamischen Welt es keine freie Meinungsäußerung möglich ist. Da gibt es eine Staatstheologie, da gibt es Zensur, da sind Meinungen wie meine, die der Ahmed, der Muslim Jamaat, die wird zensiert. Aber in Deutschland, wo wir ein anderes Klima haben, wo wir diese Diskurse führen müssen wir diesen innerislamischen Diskurs auch führen. Und Sie mal das, was Sie hier sagen, auch wirklich in Ihren Gemeinden um. Weil gerade auf der Fahrt hierher, mich hat ein Pakistaner zum Flughafen gebracht und er ist befreundet mit einem Ahmadi. Dieser Ahmadi hat einen Sohn, der ist 19 Jahre alt. Der hat sich entschieden, eine Europäerin zu heiraten. Daraufhin ist er von seinem Vater mit dem Tod bedroht worden. Der ist von der Familie geflüchtet. Und der Vater wurde von der Ahmadiyya-Gemeinschaft so extrem unter Druck gesetzt. Und das ist nicht das erste Mal. Sie reden sehr eloquent, und das ist auch großartig, aber wissen Sie, mit dieser Eloquenz verharmlosen Sie auch oft die Seite der Opfer. Und die Opfer, die es in der Ahmadiyya-Gemeinschaft gibt, die kommen dann sehr oft zu uns und sie berichten von Kopftuchzwang, sie berichten von Gewalt innerhalb der Gemeinde auch. Ja. Ich kenne genügend Asylanten, die von der Ahmadiyya-Gemeinschaft, und ich habe das in meinem Buch ja detailreich dargestellt, diese eidesstaatliche Erklärungen von Gewalt, die in den Ahmadiyya-Gemeinden ausgeübt wird, die zentral sind dort. Ja. Also ich finde, da muss man Haben Sie da nichts gegen? Ja, ich muss zunächst einmal festhalten, dass das alles nicht belegbare Behauptungen sind, die jetzt so in den Raum geworfen werden. Ich meine, die Ahmadiyya Muslim Jamaat hat... Würden Sie denn sagen, dass Frauen bei Ihnen gleichberechtigt sind? Die selbstverständlich. Rechte? Man muss schon zwei Dinge hier klarstellen, weil diese Vorwürfe einfach jetzt im Raum sind. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist die einzige Gemeinschaft in Deutschland, der einzige muslimische Verband, der den Körperschaftsstatus erhalten hat. Und das nicht ohne Grund. Natürlich wird da genau untersucht und überprüft. Und das, was ich vielleicht allgemein... Um mal auch wegzukommen von dieser Gemeinde an sich. Das Problem, was Sie angerissen haben, ist ein grundsätzliches. Es geht nämlich darum zu unterscheiden zwischen der Lehre und der Praxis. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, alle Muslime sind super aufgeklärt und alle Ahmadi-Muslime leben ein gleichberechtigtes Miteinander, genauso wenig wie eben auch alle Christen das nicht tun. Wir haben viele Christen, die in Gefängnissen sitzen, weil sie straffällig und kriminell geworden sind. Und ich würde nicht behaupten, das hätte etwas mit der christlichen Lehre zu tun. Ja, sie töten und das möchte ich eben gerne auch von Ihnen, dass Sie diesen Unterschied machen. Es gibt Ahmadi-Muslime, die vielleicht irgendetwas getan haben, was nicht rechtens ist. Aber das der Gemeinde und der Lehre vorzuwerfen, das passiert ja auch mit dem Islam, das ist nicht rechtens. Aber also muss man schon unterscheiden. Aber der Terror des islamischen Staates geschieht im Namen des Islam. Richtig.
Ja, das ist schon so. Und dagegen müssen wir vorgehen. Die Anziehungskraft des Islams besteht nicht darin, dass man formal irgendwelche Gebote einhält, sondern die Anziehungskraft besteht darin, dass es eine spirituelle Religion ist, die den Einzelnen zu Gott führt. Es ist dass der Einzelne eine Möglichkeit hat, eine sehr lebendige Beziehung zu Gott auch zu führen. Und das, was aber passiert im Moment, was wir auch, wenn wir an den islamischen Staat zum Beispiel denken, dass es halt diese Vermischung gibt. Also der islamische Staat, diese Krise, die dort ausgelöst wird, ist ja nicht eine rein theologische. Da wird die Religion benutzt, es ist ein Vehikel, aber wir müssen schon die Rahmenbedingungen betrachten. Da würde ich gerne Frau James die noch sind fragen, politisch motiviert. Würden Sie denn sagen, das ist eine politische Geschichte oder ist es durch die Religion bedingt? Dadurch, dass es im Islam keine Trennung von Religion und Staat gibt, kann man gar nicht sagen, das ist politisch oder religiös, sondern das ist beides. Für den Islam hat von Anfang an der Staat gesprochen und an der Stelle des einen ursprünglichen islamischen Staates ist die islamische Staatengemeinschaft getreten. Und was ich hier ein bisschen schade finde, ist, ich glaube, das Problem des fundamentalistischen Islam, wie bei ISIS, ist im Wesentlichen das Fundament des Islam. Und ich finde, wir haben über die Reform gesprochen. Ich finde, das ganze Thema dieser Sendung ist reformhindernd. Wenn man sagt, die missbrauchte Religion, dann setzt man ja voraus, dass das Fundament der Religion an sich okay ist und dass man den Islam gar nicht ändern muss. Und das stimmt ja nicht. Mohammed wird als Beispiel angeführt, als moralisches Vorbild. Das sehen Sie genauso wie alle anderen Muslime auch. Mohammed, wenn man Mohammed zum Vorbild nimmt, züchtet man Gewalt. Das heißt, man kann seinem Beispiel nicht folgen. Er hat über 800 Juden enthaupten lassen. Er hat in 7 Fällen die Ermordung seiner Kritiker. Also Sie sagen, die Gewalt ist im Islam begründet und es geht gar nicht anders. Es gäbe keine Möglichkeit, einen friedlichen Islam zu leben? Jedenfalls bekommen wir einen friedlichen und gemäßigten Islam nicht durch Leugnen oder Lügen, sondern durch Reformieren. Und die Reform, das überlasse ich natürlich der etablierten Theologie und das ist nicht meine Aufgabe als Ex-Muslimin. Und ich denke, auch gerade die Ahmadiyyas können eigentlich über die Reform des Islam gar nicht sprechen, weil sie gar nicht dazugehören. Ganz banal bei diesem Beispiel, weil es jetzt so viel diskutiert worden ist, des Handgebens. Also ich denke, über die Hand geben könnte man noch leichter diskutieren, wenn es daneben nicht die tausenden Zwangsheiraten und Ehrenmord gäbe und die tausenden Opfer. Und wir betreuen ja auch viele dieser Opfer. Und das mit dem Kopftuch und mit der Hand geben ist ja auch eine ein Zeichen für Apartheid. Ich bin in eine Koranschule, in einer Madrasa in Pakistan gegangen und unser Lehrer saß immer hinter einem Vorhang, weil Mann und Frau nicht sich in die Augen schauen dürfen. Und sie sagt, das hat jetzt einfach kulturelle... Ja, aber man muss sich verständlich machen. Also ich glaube, es hat etwas mit der Sexualität der Frau zu tun. Die Frau wird als eine Versuchung gesehen. Deswegen, das haben wir in der Koranschule auch so gelernt, eine Frau muss sich verschleiern, damit der Mann durch ihre Sexualität noch nicht in Versuchung gerät. Deswegen muss sie auch ihr Kopftuch tragen. Und ich habe etwas dagegen, als Sexobjekt abgestempelt zu werden. Und ich denke, diese Art von Begründungen, die werden Sie nie in Pakistan finden. Fragen Sie mal in Pakistan jemanden, warum man sich nicht die Hand geben darf. Natürlich, es ist ein Zeichen der Geschlechterapartheit und nicht, wie Sie das jetzt nun gerade erklärt haben. Warum, Herr Bittner, reden wir, warum, glaube auch, man kann als Frau damit leben, dass einem ein Mann nicht die Hand gibt, solange man das Gefühl hat, man hat irgendwie zumindest noch die gleichen Rechte. Deshalb würde ich ganz gerne mal nach Ihrer Erfahrung jetzt fragen. Wir haben jetzt viele Flüchtlinge bei uns mit einem anderen Hintergrund. Frau James, was sind jetzt Ihre Erfahrungen mit Frauen? Was hören Sie von den Frauen in den Flüchtlingslagern? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir kennen eine Frau, die zwangsverheiratet wurde und sie hat gegen die Gewalt des Mannes angekämpft, hat ihn auch immer wieder gemeldet. Dann hat die Polizei es eben dem Mann verboten, sich dem Haus zu nähern und sie hat auch geschafft, dass er war auf Asyl da, abgeschoben wurde. Jetzt ist er durch die Flüchtlingswelle wieder zurückgekommen und sie ist jetzt nicht der einzige Fall. Wir haben Frauen, die von ihren Familien flüchten, also es ist bundesweit ein Problem und diese Frauen bekommen vom Staat keinen Schutz. Und hier ist, glaube ich, das erste Problem, dass wir keinen Opferschutz haben für die, die sich wirklich integrieren wollen. Das heißt, die Integrationswilligen und die Opfer des Islamismus werden im Stich gelassen, während man Islamkonferenzen und alles Mögliche hat. Ich würde mir vielleicht mal eine Opferkonferenz wünschen. Was sind denn die Probleme der Opfer? Wir haben jetzt auch eine junge Dame, die jetzt gerade hier auch in Berlin lebt. Sie ist auch zu uns gekommen. Sie war homosexuell, Familie wollte sie zwangsverheiraten. Und bei ihr war es zum Beispiel so, dass
die Tante in einer Bank gearbeitet hat. Und über die Bank hat sie herausgefunden, wo das Opfer sich aufgehalten hat und hat dann quasi das der Familie verraten. Das heißt, nicht einmal da, an solchen Stellen kann man sich mehr darauf verlassen, dass man geschützt ist, weil die Loyalität innerhalb der Gemeinschaft immer höher ist als Loyalität zum Opfer. Und ich persönlich muss sagen, ich bin aus Pakistan geflüchtet in der Hoffnung, in Deutschland, in Europa die Menschenrechte als Frau wahrnehmen zu können. Und die Erfahrung mache ich, dass es hier auch nicht mehr geht. Und dass Europa Solidarität zeigt, aber mit den Falschen, nämlich die, die uns unterdrücken und die, die aber ganz verfolgen. Konkret, wo zeigt die Bundesregierung Solidarität mit denen, die sie unterdrücken? Indem man zum Beispiel Formulierungen nimmt, in denen man zum Beispiel sagt, wir müssen differenzieren, aber dann differenziert man nicht zwischen demokratischen und undemokratischen Muslimen und lässt diejenigen, die Gewalt ausüben und lehren, auch hier leben, ohne Konsequenzen. Wir haben Menschen, die hier in Moscheen zu Gewalt aufrufen, zum Schlagen der Frau aufrufen und es passiert ihnen gar nichts. Ich finde, diese Menschen müssten wieder zurückgeschickt werden. Wie würden Sie das beurteilen? Das so? Ich hoffe, dass wenn das beobachtet wird und in einschlägigen Moscheen ist der Verfassungsschutz ja auch unterwegs und dass das dann berichtet wird und das ist natürlich eine Straftat. Aber da muss man die zurückschicken. Warum? Also wir haben irgendwann einen Überwachungsstaat bei der Zahl von Islamisten, die auf uns zukommt. Wir haben über 40.000 Islamisten in Deutschland, die jederzeit Gewalt ausüben können. Und ich frage mich, was spricht dagegen, wenn man diese Menschen wieder in die islamistischen Länder zurückschickt? Weil wir sagen, die vielen Flüchtlinge, die jetzt kommen, sehen Sie darin auch eine Chance, dass man sagt, die kommen in diese Gesellschaft und was müssten wir dafür leisten, damit es einen aufgeklärten Islam geben kann? Ich glaube, alles Entgegenkommen der deutschen Gesellschaft kann nicht reichen, wenn diejenigen, die hierher kommen, das Gefühl haben, sie dürfen hier bleiben, selbst wenn sie die Menschenrechte verweigern. Das ist einmal das Erste. Und zweitens habe ich aus der Praxis die Erfahrung gemacht, dass, und das ist mein Eindruck, dass den wirklich Verfolgten gar nicht geholfen wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eben diese iranische Familie, die in Iran zum Christentum konvertiert sind. Der Vater wurde darauf hingerichtet. Die Familie ist in ein anderes islamisches Land, was Nachbarland ist, geflüchtet. Dann hat diese Familie uns gefragt, ob wir helfen können. Wir haben die CDU gefragt, ob man dieser Familie Asyl geben kann. Und ich habe das schriftlich, können wir nachlesen. Leider können wir dieser Familie nicht helfen, weil kein Bezug zu Deutschland besteht. Und ich könnte jetzt ganz viele andere Fälle, wenn Sie wollen, aufzählen. Und denen wird nicht geholfen. Und da finde ich, ist es schon fatal. Die Jesiden und die orientalischen Christen haben keinen eigenen Staat mehr in der Region und eigentlich müsste man diese Leute bevorzugt aufnehmen und die islamischen Länder und die Golfstaaten dazu verpflichten, dass sie ihre Glaubensbrüder aufnehmen. Die christlichen Reformatoren hatten es auch ein bisschen einfacher. Jesus hat nie Gewalt gelehrt. Die oder noch verbrannt. Ich meine es im theologischen Sinne. Ja. Ja? Ja, um eine Reform zu begründen. Jesus hat nie Gewalt gelehrt oder ausgeübt. Mohammed hat Gewalt gelehrt und ausgeübt. Und ich denke, das ist schon ein sehr großer Unterschied in den Religionsgründern. Wäre es denn hilfreich für die Reformation des Islam, wenn von uns, Sie haben ja gesagt, bestimmte Bündnispartner müssen wir strenger umgehen, aber wenn auch von den Muslimen hier viel klarer das, was ja auch Frau Klöckner gesagt hat, die brauchen eine Gebrauchsanweisung und die brauchen so eine Hausordnung. Würde das denn helfen? Das glaube ich sehr wohl. Also ich glaube, die Integration muss verpflichtend sein für die Menschen, die hierher kommen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wer die Menschenrechte verweigert, der soll wieder zurückgeschickt werden, gerade bei den Flüchtlingen, die jetzt kommen. Ich glaube aber schon, dass wir dazu neigen, Probleme zu kulturalisieren und das auf eine Ebene jetzt transportieren, also dass wir allein den Islam problematisieren. Natürlich, ich bin d'accord, dass es da auch so eine Art theologische Krise gibt, aber wie Sir Peter Ustinov immer so schön gesagt hat, der Krieg ist, also Terror ist der Krieg der Armen und Krieg ist der Terror der Reichen. Also es gibt schon globalpolitische Zusammenhänge, die dazu führen, dass eine Region jetzt völlig instabil geworden ist. Und die dazu führen, dass aber, es eine Krise gibt. Aber das hat doch nichts mit Zwangsheirat zu tun. Nee, wenn hier, jetzt, wenn hier ja, junge Frauen... Sie tun ja so, als ob überall auf der islamischen Welt Zwangsehen stattfindet. Aber es, ist ja, es gibt aber 60 Millionen Kinder heiraten. Es gibt ein der Problem, Welt, zum Beispiel auch in Indien. Da haben wir Massenvergewaltigungen, worüber diskutiert wird. Es gibt auch in Deutschland Probleme mit der Gleichberechtigung. Also in einer Region, die krisenhaft ist... Aber es hilft ja nicht, wenn man über ein Problem redet, das meine ich nicht. Andere nur wenn sie autokratische Regime haben, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dort auch Schwache und Arme unterdrückt werden, dass da eine Diskriminierung von Minderheiten und von Frauen gibt, größer. Aber warum, in einem Land, wo es Bildung gibt, wo es stabile sozioökonomische Umstände gibt. Ehrenmorde und Zwangsverheiraten gibt es ja auch hier in Deutschland.
Ja, aber die gibt es auch eben, es gibt auch Familiendramen, die jede Woche in der Zeitung stehen, und es gibt auch Ehrenmorde und nicht nur muslimische Frauen. Warum stellen Sie jetzt, ich verstehe es jetzt nicht. Natürlich gibt es auch Christen, die ihre Frauen ermorden, überhaupt keine Frage, aber viele, das Problem der Zwangsheirat und der Ehrenmorde ist ein muslimisches Problem. Warum sagen Sie nicht, das lehne ich ab und da... Das habe ich tausendmal getan. Also ja. Das, was ich ganz klar sagen möchte, aber Sie zeigen jetzt immer mit dem Finger auf die anderen. Der Ehrenmord ist kein muslimisches Problem, weil der Ehrenmord im Islam nicht angelegt ist. Also es gibt so viel aus den Quellen des Islams. Ja, machen Sie auch ein bisschen einfach, oder? Nee, es gibt keine einzige Stelle im Koran, wo Sie den Ehrenmord ableiten können. Es gibt so eine Stelle drum. Sie finden für alles eine Stelle und eine Nichtstelle im Koran. Ja, aber es gibt eine patriarchale Praxis. Die haben Sie aber überall. Es gibt Ehrenmorde unter Sizilien, im Libanon. Es gibt Ehrenmorde unter Christen. Es gab lange Zeit Ehrenmorde unter Katholiken. Also das ist der Kausalzusammenhang ist nicht da. Ja. Dass Sie jetzt natürlich da was sehen, also dass es zwei Dinge gleichzeitig passieren, unter Muslimen gibt es viele Ehrenmorde, da sage ich, schauen Sie sich mal an, wie ist die Analphabetenrate dort, wie ist die Bildungsrate der Frauen, wie ist die sozioökonomische Struktur. Ja. Und das hat viel miteinander zu tun, oder? Okay, Sie noch kurz dazu und dann haben wir nämlich noch, wir haben nämlich bald am Ende der Sendung. Also es gab den Begriff Ehrenmord nicht, aber die Praxis. Und Prophet Mohammed hat selbst dazu aufgerufen, zum Beispiel Menschen zu töten, wenn sie den Islam ablehnen, Sahih al-Bukhari, Vers 3017, Nummer 3017, ganz klar hat Mohammed gesagt, wenn jemand den Islam verlässt, soll er getötet werden. Das kann jeder nachlesen, dann weiß auch jeder, wer gelogen hat. Also nicht authentisch. Ganz kurz und zum Schluss noch, Frau James, wann denken Sie, können Sie wieder so leben und so reisen, ohne geschützt werden zu müssen? Ich glaube, das wird nicht möglich sein. Und das sagt mir auch die Polizei. Sie können mich vor den Islamisten nicht schützen. Ganz kurz und zum Schluss noch, Frau James, wann denken Sie, können Sie wieder so leben und so reisen, ohne geschützt werden zu müssen? Ich glaube, das wird nicht möglich sein. Und das sagt mir auch die Polizei. Sie können mich vor den Islamisten nicht schützen.